Battlefield 2042 geht in die Beta-Phase. Und was sage ich als COD-Spieler? Das werden wir gemeinsam rausfinden. Aber erstmal, es ist Weihnachtszeit. Okay? Warte, es fehlt noch was. Einen Moment. Okay. Aha. Ja, mit der Scheiße. Wie geil ist das denn? So und nicht anders. Well, I'm ja, Bruder. For Christmas. Ja. All the happy smiles. So. Ja, genau so. Ah, es fehlt noch was. Wir müssen das noch ändern zu Rot. Ja, perfekt. Es gibt auch nicht sowas wie... Erst muss Halloween kommen. Ich habe schon auf Insta gepostet. Wahrscheinlich geht ihr als erwachsene Leute an Türen und klingelt. Ich habe auch gesagt, ich würde sofort von der Polizei verhaftet, wenn ihr es hier auf Insta seht. Es werden Weihnachtssachen verkauft, okay? Dann muss es doch Weihnachtszeit sein. Okay, bevor ich in dieses wunderschöne Game jump und der Typ sieht wirklich nicht aus, als hätte er gerade Lust, den Krieg zu ziehen. Dürfte nicht vergessen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, brauche ich Geld, weil ich habe ja noch nicht genug als großer YouTuber. Schiebt mir noch mehr Geld in den Arsch. Falls ihr Weihnachtsgeschenke schaut, um es nicht last minute zu machen, glaubt mir Leute, ein heftiges Geschenk ist... Wartet einen Moment. Display. Alle die es nicht wissen, man befestigt quasi Stahlposter auf Magneten und schützt damit die Wand und kann halt immer die Poster wechseln. Und es sieht qualitativ richtig hochwertig aus und ist es auch. Also anstatt zu bohren und Poster mit Tesafilm zu kleben und die Wand zu f***en, macht ihr einfach das. Und mein Cousin hat auch Displays, der ist letztens umgezogen und hier ist der Beweis. Das hing da jahrelang. Ich hab's abgezogen und die Wand war einfach wie neu. Es ist wirklich gut und die Künstler, die das machen, werden auch unterstützt mit jedem Kauf. Genauso wie ich. Genauso wie die Leute, die ihr beschenkt. Vielleicht auch ihr selbst. Oh, hier ist ein kleiner Dobby. Naruto-Fans werden das hier, glaube ich, lieben. Ich merke gerade, ich habe viel zu viel Naruto zu. Wisst ihr, was das Geile ist, Leute? Aktuell gibt es 35% nur über meinen Link, über keinen anderen. Oh, das hier ist auch ganz süß, oder? Oh mein Gott. Für 72 Stunden gibt es 35% Rabatt. Es gibt keinen Code, ihr geht einfach über meinen Link. Und dann, wenn ihr im Checkout seid, wird automatisch der Rabatt angewandt. Und dann könnt ihr zuschlagen und euch alles holen, was ihr wollt. Anime, Musik, Serien, Film, alles. Sport, egal was. Checkt die Seite mal aus, stöbert durch und geht gerne über meinen Link. Dann kriegt ihr einen fetten Rabatt. Und jetzt ab ins Video. Hör den Regen ganze Nacht, ich will Butterfly, was geht? John, ich wollte dir nur ganz klar machen, egal was du sagst, egal was du mir jetzt sagst, es ist Weihnachtszeit. Also das ist so... Basti? Ich bin live, bitte nichts Böses sagen. Okay, ich wollte nur sagen, es ist Weihnachtszeit. Hast du deswegen angerufen? Ja. Als ob beide unabhängig voneinander auf. Also, wie gesagt, er ist bereit. Und wir jumpen direkt rein. Ich drück Play. Ich habe mich über nichts informiert. Gar nicht. Bisschen verschwommen. Gut. Ist eine Beta. Das juckt jetzt nicht. Ich hoffe, das Gameplay ist gut. Ich will eine Konkurrenz zu COD. Ich will ein gutes Battlefield. Bitte, lieber Battlefield-Gott. Sei gnädig. Digga, der ist doch viel zu alt für den Krieg. Yo, what the fuck? Kann ich schießen? Hä? Das ist auf jeden Fall nicht der schnelle Modus. Es gibt nur diesen einen Modus, okay? Und ich will noch warten auf die Vollversion. Vielleicht kommt noch eine zweite Beta. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher eine Vollversion. Oh, bin ausgestiegen. Yo, ja, komisch geleitet. Hä? Hä? Ist das ein Gegner? Hä? War das ein Gegner? Ja, das war ein Gegner. What the fuck? Gut, ich check gar nichts. Die Battlefield-Leute kennen den Modus. Okay. Oh, warte, habe ich einen Fallschirm? Ja, oder? Ja, habe ich. Gott sei Dank. Diesen Modus gibt es schon. Was mich als COD-Spieler am meisten interessiert, ist der schnelle Modus. Okay, 6 gegen 6 kleine Maps, was ich in Battlefield 4 vor kurzem euch gezeigt habe. Und es wird auch kommen, aber jetzt ist nur dieser große taktische Modus. Es sieht aber, naja, also ist jetzt auf der PS5 das Gameplay? Was macht der? Der guckt mich irgendwie komisch an. Hä, der sieht auch, oder ist eine Frau? Sieht übel alt aus, hä? Es läuft auch nicht wirklich stabil. Also wie gesagt, das ist voll PlayStation 5 Gameplay. Ich sag's euch, wie es ist. Für mich muss ein Game, ein Shooter nicht unbedingt gut aussehen. Es muss einfach Spaß machen, okay? Es muss nicht die heftigste Grafik haben. So, da unten ist auch jemand. Also man spielt es sehr, sehr taktisch. Es ist ein sehr taktischer Modus. Das, was Battlefield eigentlich immer unterschieden hat von anderen Shootern, was ihn auch ausmacht. Im letzten Battlefield-Video habe ich meine Lektion gelernt, Leute. Keine Sorge, ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Es gibt Taktik-Sprint. Keine Ahnung, ob das neu ist. Also ich weiß nicht, ich weiß so wenig, ich gehe einfach blind rein. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Alter, wie dicht hier auch die Pflanzen sind. Ich fühle mich wie in Fortnite Season 1. So, jetzt habe ich hier ein paar rote Punkte, mein erster Gunfight und meinen. Ja, okay. Okay, ich schneide gerade das Video und ich muss eine Sache klarstellen. Und ja, ich sitze gerade ohne T-Shirt. Ja, halt dir die Fresse. Ich schwöre euch, mit diesem Controller aimt man wie ein Hurensohn. Ich schwöre, mit diesem Controller hätte ich besser geaimt, aber dann hättet ihr einfach schlechtere Grafik bekommen. Also bitte, wenn ihr jetzt noch weitere Gunfights seht, haltet einfach eure Fresse. Kleiner Hund, jetzt tötet mich endlich. Ja, guck. Komm, Alter, ich lass mich verrecken. Ich bin auch alt! Okay, neuer Versuch. Ich muss irgendwas an meiner Sensi ändern. Guck mal, das ist viel zu schnell. Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach in der Standardeinstellung rein. Das wird schon funktionieren.
hat noch nie so schlecht funktioniert. Und nicht aufregen, dass ich hier nicht so sehr auf Objective gehe oder das nicht wirklich verstehe. Mir kommt es vor allem aufs Movement an, weil ich will gucken, kann es COD-Konkurrenz machen. Und es fühlt sich schneller an als andere Battlefields, finde ich. Aber immer noch langsamer als COD, deutlich langsamer. Du hast gespielt halt das Taktische mit rein, ne? Was guckt der? Oh, die ganze Umwelt geht hier kaputt. Im Vergleich zu so ein paar Türen wie im Vanguard, Alter. Eine Sniper, let's go. Oh, nicer Bug. Bro, da ist einer. Let's go. Erster Kill. Und dann auch noch ein schöner Quickie. Wir reviven unseren Teammate. Nein, nein, nein. Ich bin tot, oder? Oh, let's go, Alter. Die hätten wirklich eine realistischere Animation machen können. Ich kann das nicht ernst nehmen. Boah, es ist echt, also es ist super, super buggy, selbst für eine Beta. Da müssen sie sich echt nochmal ansetzen. Let's go, komm. Und weiter geht's, Bro. Da. Nein. Mbu-Jam, du. Oh Gott, wie viele Leute sind da? Yo. Aber ich krieg langsam auch das Aim-System hier raus. Komm, holen wir erstmal unseren Teammate wieder. Dann ballern wir da hinten rein. Ah, langsam habe ich den Dreh raus. Langsam bin ich hier. Okay. Man muss hier deutlich mehr Rückstoß kontrollieren. Was an sich nicht schwerer ist, sondern halt anders. Ist ein Gegner, oder? Ja, das ist ein Gegner. Oh Mann. So schwer auseinanderzuhalten. Warum kämpfen nur Rentner gegeneinander? Oh mein Gott. Oh, yo. Oh mein Gott, Alter. Das Ganze fühlt sich einfach an, wie ein COD-Trailer aussieht. Genauso fühlt sich Battlefield für mich an. Es ist so verbuggt. Es ist so hart verbuggt. Leute, sein Fallschirm. Nein. Digga, was passiert hier? Merkt ihr dieses hässliche Zucken, wenn man reinaimt? Jetzt dieses hier, seht ihr? Ist irgendwie so richtig unflüssig, als würde er in so ein neues Bild reinspringen. Es fühlt sich sehr unflüssig an. Wofür das Video ist, ist eigentlich für mich herauszufinden, wie ist das Movement. Es ist schön schnell. Und ich meine nicht schnelles Gameplay, sondern schnelles Movement, schneller Input. Ich habe auch in dem Battlefield 4 Video schon gesagt, es fühlt sich so an, als würde man unter Wasser sein. Wisst ihr, was ich meine? Für viele, die Battlefield aktiv spielen, mag es nicht so sein. Aber spielt man einen Shooter, der nicht unbedingt schnellere Bewegungen hat, sondern einfach nur schneller reagiert, wenn ihr wisst, was ich meine. Warte, jetzt. Und tot. Oh mein Gott. Und wir haben gewonnen. Dank mir. Ich meine, ich habe sehr viel dazu beigetragen. Das hier ist eher was für mich. Komm, Bro, steig ein. So. Okay. Ich check's langsam. Man muss viel mehr auf Distance spielen als bei anderen. Also bei anderen Games. Da ist einer. Oh, das Aim war gar nicht mal so schlecht, oder? Oder? Seid ehrlich. Guck mal, jetzt gehe ich noch zu meinem Teammate, der geholt wurde von ihm. Reanimiere ihn. Ah, langsam komme ich rein. Bro, wo fliegst du hin? Was machst du, Mann? Er fliegt uns außerhalb. Digga, es kann nicht wahr sein. Man muss viel mit Deckung spielen. Man muss sehr vorsichtig sein und sehr viel auf Distance. Da habe ich wieder einen Kill. Gott sei Dank, ey. Ein einziger Kill. Drin ist jemand. Oh mein Gott, was ein Sweater. Volkan 400. Aber wisst ihr, was ich merke? Ich bin wirklich ein absoluter Noob in dem Game, aber ich will so spielen. Ich find's gut, dass die Gegner besser sind, da ich mich so scheiße fühle. Dann habe ich Bock, besser zu werden. Keine Ahnung, warum SBMM mir jetzt helfen sollte. Ich will gegen Volkan 400 spielen, gegen drei Volkan 400. Okay, springen wir hier hoch. Ja. Lol, was? Was für Musik im Krieg, Bro. Eine random Box ist da einfach und ich bin tot von oben. Na komm, push mich, ja. Also dieser Bug mit dem Fallschirm, Digga. Ich hol mir den Sweater, der mich eben weggeholt hat. Kann man hier so rüber? Nein, da ist er. Tja, so schnell geht's, kleiner Bug. Lol, das ist ein Elektroauto. Ja, jetzt schießen alle auf mich. Die haben so Bock auf Autos. Nein! Oh, vom Fallschirm. Nein, weg. Ah. Ganz ruhig, Jim. Ja, let's go. Einen hab ich. Teammate, hilf bitte. Wir rutschen hier durch. Damit rechnet er nicht. Let's go! Teammate, ey, Double Kill. Wir räumen hier wirklich auf gerade. Noch jemand? Da ist jemand hier unten. Ja, er kommt hier jetzt hoch, oder? Ja. Ey, dieser Bug ist ja so lächerlich. So, was mache ich jetzt? Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie lost zu sein. Jetzt brauche ich ein Auto oder so, um schneller zu sein. Oh, da ist noch einer oben. Wir haben ihn. Let's go. Ich habe drei Dreierabschussserie. Oh, da sind Gegner. Let's go. Ganz ruhig, Jam. Let's go. Headshot. Noch einer ist vor mir gespawnt. Ach, schade, Alter. Das ist so schwer mit PS5-Controller zu aimen. Aber ich wollte euch unbedingt PS5-Gameplay zeigen und nicht PS4-Drecks-Gameplay. Nice, wo bin ich hier drin? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, perfekt. Ja, hier unten auch nicht. Ja, perfekt. Ich komme hier nicht mehr raus. Let's go. Man kann hier auch raufschießen, ne? Oh, let's go. Ja, leckfrei. Es fällt leckfrei runter. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich hier drin gut werden könnte. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie so ein Gefühl, das ist so unnötig hier, was ich mache. Aber kann man wie in COD sich damit auch einfach schneller bewegen und dann so abspringen? Yo, geht. Map ist so groß, Bruder. Hier ist mein Penis im Weg gewesen, sorry. Aber sonst alles ist so groß. Ah, da kommt ein neues Fahrzeug, das hole ich mir. Okay, let's go. Fahren ist eher mein Ding. Schießt rein, meine Freunde. Schießt rein. Ich fahre extra langsamer. Schießt. Warum steigen alle aus? Okay, komm, ich überfahre den einfach. Ah!
der Typ wurde so, oh, da ist noch jemand, da ist ein Gegner. Let's go. Da ist noch einer, aussteigen. Und, nein, nein, es hat so geleckt. Let's go. Mit der Pistole, komm, push mich, da ist einer, er nimmt was ein. Let's go. Hinter mir noch einer. Nein, oh mein Gott, ich fühle mich so, als hätte ich irgendwas gemacht. Oh, mit Freunden muss es so Bock machen. Ich ziehe uns hier hoch, weil ich glaube, hier campt jemand und den hole ich mir jetzt weg. Ich glaube, hier oben ist ein Gegner. Es könnte auch richtig dumm sein, das zu pushen. Und hier ist jemand. Nein. Er hat sich umgedreht, du Ekliger. Was spielt er? Er spielt diese Sniper. Ich fasse es nicht. Warte, kann ich hier raufspringen? Nein! Nein! Oh, man kann sogar so von diesem fucking Fallschirm snipen. Wirklich, Movement kann man hart kombinieren. Warte, kann ich so kombinieren? Yo, was? Ich fühle mich überfordert, leicht überfordert. Aber versteht ihr sicherlich, oder? Niemand hat mir auch nur eine Sache erklärt. Aber ich finde es lustig. Dann seht ihr meine erste Erfahrung. Ich sehe schon, man kann wirklich so krankes Movement hitten. Selbst mit so Helis, ne? Oh, ich habe so Bock, gerade gutes Battlefield-Gameplay anzuschauen irgendwie. Geile Schwimmanimation, Bro. Oh, so cool. Okay, ich gehe raus. Ich muss, ich habe Bock, geiles Gameplay zu schauen, um dann wirklich zu verstehen, wie man es spielt. Erster Eindruck, sehr buggy, sehr betrig, eher schon alfrig. Und ich bin gespannt auf ganz simple Modi, auf kleinen Maps, wie sich das Game spielt. Das ist das, was mich interessiert, weil ich wirklich einen echten Konkurrenten zu COD will. Es gibt es einfach nicht, leider. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es schwer anzuschauen war für Battlefield-Spieler, lasst unbedingt ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, haut rein.